heute mal keine Turmtour, obwohl man das denken könnte. Dort im Hintergrund ist das Völkerschlachtdenkmal. Aber das ist heute nicht Sinn und Zweck, sondern Sinn und Zweck der Tour heute ist der Südfriedhof in Leipzig. Ja. Warum macht man eine Friedhofstour? Tja, weil es ganz interessant ist, wer hier alles begraben ist. Und da gucken wir uns mal ein paar berühmte Leute an, wo sie jetzt liegen. So, jetzt als erstes besuchen wir mal das Grab von Christian Fürstegott Gellert. Warum Christian Fürstegott Gellert? Weil er als Heinichen ist. Ja? Und weil wir in der Schule ganz bestimmt die Fabeln vom Christian durchgenommen haben und bestimmt auch eine oder zwei gelernt haben, aber mir ist das jetzt fern. Aber zu DDR-Zeiten gab es eine Rockband, Elektra, und die hatte einen Song vom Grünen Esel. Und dort wird die Ballade vom Christian Fürstegott Gellert verarbeitet, vom Grünen Esel. Da geht es darum, dass einer seinen Esel grün gefärbt hat und die Beine rot und damit in die Stadt gegangen ist. Und das war natürlich etwas ganz Besonderes. Ein grüner Esel. Es gab einen Auflauf. Alle wollten diesen Esel sehen. Aber dann nach zwei Tagen hat es keinen mehr interessiert. Und jetzt suchen wir mal das Grab. Zum ersten Grab, was wir besuchen wollten. Und endlich haben wir es gefunden. Nach langen Irrwegen. Hier ist der Christian Fürstegott Gellert begraben. Geboren, steht hier, 1715 am 4. Juli in Heinichen, und hier ist er gestorben. Bekannter deutscher Dichter, Fabeldichter, Moralphilosoph. Ja, wie schon gesagt, die Fabel vom grünen Esel. In Heinichen gibt es auch ein Gellert-Museum, und dort vor dem Gellert-Museum ist eine Skulptur von einem Esel. Und ich nehme ganz stark an, dass sich das auf den Christian, auf die Fabel vom grünen Esel bezieht. Die Eltern setzen dort ihre Kinder drauf, ohne zu wissen, worum es da geht. Und der hat zum Beispiel auch noch eine Fabel geschrieben. Die geht sinngemäß so, die Fabel von den Hinkenden und den Stotternden. Es kommt ein Mann, der normal spricht und der nicht hinkt, in ein Dorf, wo alle Leute hinken und alle stottern. Schon als sie ihn sehen, wie er dort aufrechten Ganges durch das Dorf geht, wird er ausgelacht, weil das nicht der Norm des Dorfes entspricht. Und als er noch dann die Leute darauf hinweist, dass sie doch alle einen Sprachfehler haben, ist das Gelächter noch viel größer, weil er normal spricht und die alle anderen stottern, aber das Normalsprechen für die nicht die Norm ist. Also er ist quasi auf einmal der Dumme, obwohl er der Normale ist. Und solche Sachen hat der Christian Fürstegott Gellert in seinen Fabeln beschrieben. Also das, was erstmal außergewöhnlich ist, wenn, was weiß ich, ein Mann eine 20 Jahre ältere Frau hat, das ist erstmal gar nicht normal, aber dann ist es für seine Umgebung das Normale. Also sowas hat Dor Christian beschrieben. Und der ist jetzt hier in Leipzig begraben. Nach 300 Jahren wird sein Grab immer noch gepflegt. Also, und das ist doch schon eine Leistung. Gut. Von ferne etwas entdeckt, und zwar die Lene Vogt. Wer ist Lene Vogt? Das war eine Mundartdichterin, die, naja, beschäftigt euch mal damit. Die Lene Vogt. Ich habe zu Hause ein Lene Vogt Buch. Die hat sächsische Balladen geschrieben. Hier steht zum Beispiel, was Sachsen sind von Espenschlag, die sind nicht tot zu kriechen.
Ja, und das auf dem Grabstein. Ne? Lene Vogt, die hat die Sächsische Lorelei geschrieben. Und zwar habe ich da sogar was mit, weil das muss man vorlesen. Und wer Interesse hat, der kann ja selber mal das Buch Sächsische Balladen von der Lene Vogt bestellen und nachlesen. Es ist ganz lustig und ganz witzig. Die Sächsische Lorelei. Ich weiß nicht, mir ist es so komisch und irgendwas macht mich verstimmt. Es ist menschlich, das ist anatomisch, wie das eben beim Menschen oft gibt. Der Elbe, der plätschert so friedlich. Ein Fischkahn kommt aus der Tschechei. Drin sitzt eine Familie, gemütlich. Nun sind sie schon an der Bastei. Gut. Und jetzt macht euch selber kundig, wie es weitergeht. Und dann hat sie noch ein Ergänisch geschrieben. Ja? Der geht auch so los. Der Papa bereitet mit Gustav seinen Sohn seit anderthalb Stunden durchs Rosental schon. Der Doktor, der hat eine Bewegung empfohlen, die will sich der Alte nur jede Nacht holen. Macht euch kundig, wie es weitergeht. Es ist wirklich herzerfrischend. Hier ist Jürgen Hart begraben. Das ist der Dichter von Sing My Sachse Sing. Ja, vertont von Arndt Bause. Ja, Arndt Bause auch in Leipzig. Und der hat mal in einer Fernsehsendung, die ich da gesehen habe, auch mal was über Sing My Sachse Sing gesagt. Eines Tages kam der Jürgen Hart zu ihm, der Kabarettist, der sich immer über den Schlager lustig gemacht hat, mit einem Packen Texte. Und hat gesagt, vertone mir das mal. Ja. Und da hat der Arndt Bause grandiose Werke geschaffen. Sing My Sachse Sing. Also der Sachse liebt das Reisen sehr. Nee, nicht das in Knochen. Ja. Sing My Sachse Sing. Das ist eigentlich ein Ding. Oder, und kommt der Sachse nach Berlin, da können sie ihn nicht leiten. Da wollen sie eine drüber ziehen, da wollen sie mit ihm streiten. Der Sachse tut nicht knietschen, der Sachse singt sein Liedchen. Nicht wahr? Oder in der Südvorstadt steht eine Kneipe. Ja, in der Südvorstadt gibt's eine Kneipe. Da steht der Wilhelm hinter dem Tresen. Bleibt mir mit anderen Kneipen vom Leibe. Denn kein Direktor versäuft dort die Späßen. Also, der hat grandiose Sachen gemacht. Und Kabarettist. Ja, wobei, es sagt mir nicht so viel, aber die Sachen, die sagen mir was. So, nach langem Suchen, trotz Plan und durch die Gegend stürzen, haben wir jetzt hier jemanden gefunden. Peter Gläser, ganz bekannter DDR-Rockgitarrist und Sänger, der in verschiedenen Formationen gespielt hat. Angefangen hat er als Gitarrist und Sänger bei, denke ich, bei der Klaus Renft Combo, hat also bekannte Songs geschrieben. Die bekanntesten sind vielleicht Wer die Rose ehrt. Das sieht man auch hier, eine stilisierte Rose. Das Lied vom Apfeltraum, Besinnung. Ja, Peter Gläser. Nach dem Verbot 1975 von Renft war er mit Gründungsmitglied bei Karussell, hat dort zwei oder, wenn ich mich nicht täusche, drei LPs mit gespielt. Danach hat er die Cäsars Rockband gegründet. Da war, glaube ich, ein Song hier im Bauch des Riesen. Dann hat er
naja, glaube ich, bei der Amiga Blues Band mitgespielt. Und weil er schon damals einen Ausreiseantrag gestellt hatte, konnte er nicht mehr so richtig spielen, war dann untergekommen bei der Blankenfelder Boogie Band. Erinnere ich mich noch an ein Konzert, da standen die Fans vor der Bühne und skandierten Renft, Renft lebt. Also Peter Gläser, der ist schon ein ganz bekannter Musiker gewesen. Ich will nicht sagen ein Held meines Lebens, aber einer, dessen Musik ich immer noch gerne höre. Dann hat er Cäsar und die Spieler gemacht in zwei Formationen mit Musikern, die auch jetzt noch unterwegs sind. Seine Söhne, der Robert und der Moritz, ja, tragen quasi auch sein Erbe weiter, weil es gibt eine Band, eine Tribute-Band, Apfeltraum. Da spielt auch Big Joe Stolle mit und singt mit. Und die tragen das Erbe von Peter Gläser fort in der Musik. Ja, also ganz große Sänger, ganz große Künstler. Was ist noch zum Peter zu sagen? Ich sagte es schon, das Lied vom Apfeltraum, das er mehrfach eingespielt hat. Und hier haben Fans ihm zu Ehren den Apfelbaum hingestellt. Es ist doch bewegend. Ja, hab geschlafen unterm Apfelbaum und der hing mit Äpfeln voll, als ich träumte einen Apfeltraum in Moll. Jeder Apfel hatte ein Gesicht, eines weinte bitterlich. Und der Apfelbaum, ich kann es jetzt nicht, aber es ist berührend. Es ist schön, es ist schön. Jetzt noch durch Zufall ein Grab gefunden, Thomas Buhe. Thomas Buhe, das war ein Jazzgitarrist und Musikpädagoge. Ich weiß es nur deshalb, weil ich habe in der DDR gab es ein Volksliederbuch. Die schönsten Volkslieder und auch Kinderlieder, Weihnachtslieder, arrangiert vom Thomas Buhe. Und dort hat der Jazzakkorde mit eingesetzt. Also wenn man die Songs immer nur 1, 4, 5 spielt, dann ist das ja langweilig. Der hat dort Jazzakkorde mit eingebaut in die Volkslieder und das macht es richtig lebendig, richtig spannend, also wirklich spannend, die so zu spielen, wie er es arrangiert hat. Und jetzt zu guter Letzt haben wir noch ein Grab, man muss sagen, gefunden. Wir sind dreimal oder viermal hier vorbeigerannt, ohne das wahrzunehmen. Das ist das das Grab von Hildegard Maria Rauchfuß. Ihr werdet jetzt fragen, wer ist Hildegard Maria Rauchfuß? Aber wer sich in der DDR-Rockhistorie etwas auskennt, der weiß, diese Frau hat Am Fenster geschrieben. Und Am Fenster, das ist der Hit von City. Einmal fassen, tief im Blut fühlen, dies ist mein und ist das nur für dich. Und dann die Stirn am Fenster kühlen. Also, ich kriege jetzt schon wieder eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ja, die ist hier auf dem Friedhof begraben, in Leipzig, auf dem Südfriedhof. Aber wie man sieht, das Grab, es wird nicht mehr gepflegt. Und es ist irgendwie schade. Sie hat es nicht verdient bei so einem Hit, den sie geschrieben hat. Gut. Und das war der Abschluss der Friedhofstour. Ein paar haben wir nicht gefunden. Zum Beispiel Helga Brauer und Walter Eichenberg. Naja, was soll's. Helga Brauer, das ist die, die den Lipsi-Schritt besungen hat. Walter Eichenberg, Leiter vom Rundfunktanzorchester Leipzig. Das war, glaube ich, der Nachfolger von Kurt Henkels. Ja, und noch ein paar andere. Aber man kann nicht alles haben. Wir packen jetzt zusammen und es geht nach Hause. Ja, es ging dann aber doch noch nicht nach Hause. Wir haben noch dem Völkerschlachtdenkmal einen kleinen Besuch abgestattet. Und nun kommt im Anschluss noch ein paar kleine Filmschnipsel von unseren Irrwägen auf dem Friedhof.
Viel Spaß dabei. 1, 2, 3, 4. Ich muss mal auf Start drücken. Ja. Fürchte Gott Gellert, das ist eigentlich ganz einfach. Auf dem Plan ist es das Grab Nummer 3, aber jetzt findet das mal. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier lang. Sehen, was der Plan sagt. Ja, und so ging das eine ganze Weile hin und her und her und hin. Wir haben noch viele Minuten Videomaterial. Ich denke mal, hier wird es noch einen zweiten Teil geben. Also bleibt dran, freut euch drauf. Und wenn es euch gefallen hat, dann gerne einen Daumen hoch. Vielen Dank.